Noch 5 Tage bis zum Start der Road to WrestleMania, dem Royal Rumble. Bei SmackDown Live, der letzten TV-Show vor dem mit Spannung erwarteten Großereignis, beendete die Wrestling-Liga WWE einige Fäden und heizte andere deutlich an. WWE-Champion Daniel Bryan und Herausforderer AJ Styles trafen sich vor ihrem Titelmatch beim Rumble zu einem Face-to-Face. Bryan warf seinem Gegner vor, er nutze seine Power, um berühmt und reich zu werden, er selbst nutze sie jedoch für das größere Wohl. Anschließend zog er das berühmte Zitat von Hollywood-Superstar Dwayne The Rock Johnson ins Lächerliche und erklärte, er sei nicht der People's Champion, sondern der Planet's Champion. Er trete die Stimme des Planeten und wisse, was die Erde brauche. Styles konterte und meinte, er wäre wohl kaum mit dem Fahrrad zur Arena gekommen, sondern wie alle anderen mit dem Flugzeug. Bryan steigerte sich wie bereits in den letzten Wochen in eine regelrechte Hasstirade hinein und beleidigte auch den im Ring stehenden WWE-Chairman Vince McMahon. Als Styles genug hatte und den Champion verfolgte, versteckte sich dieser hinter McMahon und setzte Styles dann mit den Running Knees außer Gefecht. Die weiteren Highlights: ein weiteres Verbalduell zwischen Herausforderin Becky Lynch und Women's Champion Asuka endete im Chaos, als sich Charlotte Flair einschaltete. Die Tochter von Hall of Famer Ric Flair machte den beiden Kontrahentinnen klar, dass sie das Royal Rumble Match der Frauen gewinnen werde und sich anschließend eine Titelträgerin bei WWE aussuchen dürfe. Flair erklärte dabei auch, dass sich Ronda Rousey nach ihrer denkwürdigen Attacke mit dem Kendo-Stab bei der Survivor Series noch gar nicht in Topform befinden könne. Asuka attackierte dann Lynch, es kam zu einem Brawl, den erst eilig hinzugerufene Referees auflösen konnten. Flair schaute sich dies entspannt von außen an, die seit Wochen schwelende Rivalität zwischen Mandy Rose und Naomi, hervorgerufen durch Verführungsversuche Roses in Richtung von Naomis Ehemann Jimmy Uso, wurde durch ein Match aufgelöst. Dieses gewann Rose, nachdem Begleiterin Sonya Deville Naomi entscheidend abgelenkt hatte, 5 Tage vor dem Tag Team Championship Match zwischen The Bar und MIZ und Shane McMahon traf Barmitglied Cesaro auf MIZ. Der Schweizer gewann das sehenswerte Match nach einem Eingriff von Sheamus, anschließend prügelte aber McMahon auf ihn ein. Der SmackDown-Kommissioner platzierte seinen Gegner auf dem Kommentatorenpult, wurde jedoch von Sheamus aus dem Weg gestoßen. Die Champions fertigten Shane im Anschluss ab und beförderten sowohl ihn als auch The MIZ durch den abgedeckten Tisch, nachdem in der vergangenen Woche ein geplantes Match zwischen Samoa Joe und Mustafa Ali nach einer Attacke des Samoaners nicht stattfinden konnte, trafen sich die beiden Männer diesmal im Ring. Joe wehrte die Attacken des Senkrechtstarters ab und gewann mit dem Coquina-Klatsch. Zuletzt feierte Aufsteiger Andrade 2 wichtige Siege gegen Altmeister Rey Mysterio. Dieser erhielt nun die Chance, zurückzuschlagen in einem 2-out-of-3-Falls-Match, bei dem gleich 2 erfolgreiche Pins oder Aufgaben für den Gesamtsieg nötig sind. Außerdem war Andrades Begleiterin Zelina Vega dieses Mal nicht dabei. Beim Stand von 1:1 griff jedoch Samoa Joe zunächst Mysterio und dann Andrade an und fertigte die beiden ab. Joe erklärte daraufhin, dass dies ein Statement vor dem Royal Rumble gewesen sei. Dabei lief er aber mitten in einen RKO des plötzlich auftauchenden Randy Orton, der damit ebenfalls seine Ambitionen auf den Rumble-Sieg deutlich machte. Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live: Mandy Rose besiegt Naomi, Cesaro besiegt Remy, Samoa Joe besiegt Mustafa Ali 2-out-of-3 Falls Match, Rey Mysterio besiegt Andrade mit 2:1 durch Disqualifikation, lesen Sie auch. Show, Sport, echt, fake, so funktioniert die Wrestling-Liga wie das ABC der Wrestling-Fachbegriffe im TV und WWE Network, was läuft wo.